Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Heute wollen wir uns ein wenig belustigen, wieder einmal mit unserem Bus. Und zwar ist uns letztens bei einem Videodreh was aufgefallen, was wir definitiv heute noch einmal wiederholen werden müssen. Aber bevor es jetzt losgeht, müssen wir uns natürlich erstmal selbst belustigen, weil es heute so kalt ist. Und somit ist es das Warm-up vor dem eigentlichen Video. Und zwar haben wir den Bus aufgeräumt. Wie ihr wisst, haben wir natürlich eine neue Glotze. Und jetzt müssen wir schauen, was so ein Fernseher eigentlich alle so imstande ist. Ja, warum liegt der denn jetzt so schief, Stefan? Weiß ich nicht. Was hast du denn mit dem Roller jetzt davor? Hey, du hast den Fernseher kaputt gemacht! Hey. Mach mal einen Birdie drauf. Kannst du Wheelie? Ich mach die Fenster drauf. Ja. Irre. Irre. Warte, ich muss jetzt mal. Power at all. Ist er ausgegangen? Aus. Ja. Scheiße. Toll. Ja, das war's mit dem Video. Man sieht sich nächstes Mal. Ciao. Oh Junge. Mann. Das hab ich eben schon gedacht, weil als beim Anstellen, der wollte ja nicht anspringen. Ja. Hab ein bisschen Diesel gepumpt die ganze Zeit und dann sprang er einfach so an. Aber ich weiß nicht, ob der stockt in der Leitung oder so. Zur Lücke! Nein. Der läuft rabbelig! Nein! Nein! Soll ich dabei mal pumpen, Stefan? Ja, mach mal. Oh nein! Jetzt sitzt er fest. Nächstes Mal höher. Kein Strom mehr. Nein! Oh, kann das nicht sein! Hey, das ist. Einfach nur mal Spaß haben, 2 Stunden. Aber nein. Das haben wir nicht gegönnt. Ich tue es nicht mehr. Ich springe einfach nicht mehr an. Das Problem ist, dass wir 24 Volt brauchen, brauchen wir auch 2 12-Volt Autos oder Trecker. So, und jetzt will ich hoffen, dass der Bus anspringt. Verdammt, hier in Deutschland vor Kanada nur laufen, du. Hab jetzt den Anlasser, selber die Hand reingedrückt, aber es ging. Geil! Was tut man denn alles für euch, ne? So, nach wenigen Versuchen und gefühlt, da war jetzt bestimmt eine Stunde und ne, länger. Länger, glaube ich. 2 Stunden vielleicht. Nachdem wir die Dieselfilter sauber gemacht haben, ist ja einmal kurz, oder schön entlüftet natürlich, ist ja einmal kurz angesprungen, danach wieder ausgegangen, ist ja klar, weil Luft in dem Pumpe auch noch ist. Ja, danach ein bisschen georgelt, der wollte ja fast anspringen, dann waren die Batterien zu schwach und der Anlasser ist leider auch kaputt. Innen drin die Hilfswicklung, die quasi den Anker schon mal reinzieht, ist in den Wicken. Ja, dann haben wir nochmal überbrückt, dann habe ich jetzt hinten den Anlasser losgeschlaubt und per Hand reingedrückt. Jetzt ist er auch mal so angesprungen. Wow, passend. Tollen Spaß.
aber ein bisschen klappt's wohl. Sieht doch ganz lustig aus, oder? Ja. So, ich noch von da oben so über den Acker und dann, ich glaube, das war gerade ganz da cool. Oben, ja. Ja. Boah, passen Sie auf! Ich glaube, ich muss mal eine Wiesenschleppe holen. Alter, der Acker sieht aus. Hoppala. Der rutscht nicht mehr so schön. Getriebe ist auch am Jaulen hinten oder Differential. Ja, so. Irgendwie ist alles so ein bisschen. Stinkt auch richtig. Alter. Hoppala. Ja, jetzt hat er auch fast mal 90 Grad. Hat er vorher noch nie gehabt. Ist jetzt schon ein bisschen zu Matsche. Ein bisschen zu viele Spuren drin. Ich muss mal irgendwie wieder das Skelett hin. Ja, am besten wieder mit der Bauchschaltmatte wieder drüber herfahren. Der Bauer war gerade da. Gefragt, ob wir heute flügen. Er hat gesagt, nee, wir machen nur Vertikutieren. Wir passen zum Herbst. Ja, damit der Boden wieder richtig atmen kann, damit der nächste Frühjahr wieder richtig schön grün steht. Ne? Ja. Sieht jetzt immer wüst aus, ist es aber nicht. Man soll auch Gras einmal ein bisschen Luft geben und danach direkt wieder anwalzen mit 10 Tonnen. Ja, passt ja. Ja. So hat wir Gott sei Dank dann noch eine andere Endung genommen, wie wir erst vermutet hatten. Dank Stefan und seine
fachlichen Kompetenzen der Wurstschlüssels. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen oben da, abonniert uns weiterhin so fleißig bisher. Wenn ihr natürlich noch mal schöne Anregungen habt, was wir mit diesem Bus alle noch machen können, schreibt es gerne mit in die Kommentare. Schaut bei uns am Shop vorbei. Weihnachten steht vor der Tür. Beeilt euch. Und bis dahin, würde ich sagen, gesund bleiben. Und ciao. Es weihnachtet bald. Aber ich habe noch nie eine Schüssel so...